geschafft für Pikeniere, Musketiere, Marketenderen, Spielleute und alle, die es werden wollen. Zur Eröffnung unserer Veranstaltung freuen wir uns, dass die Delitzscher Türmerstochter uns heute hier die Ehre gibt. Und wir bitten Sie, mit den Schwedensignalen diese Veranstaltung zu eröffnen. Zweckentfremdet verwendet wurden zur Rettung der Stadt. Eigentlich sind es ja Signale eines schwedischen Reiterregimentes, welches in der Schlacht verwendet wird, um die Reiter auf dem Schlachtfeld zu dirigieren. So, damit ist eigentlich unsere Eröffnung vollzogen und wir können mit unserer Ausbildung beginnen. Achten wir darauf, dass der Degen gerade nach hinten etwas mehr nach innen zeigt. Ja, also ein bisschen so drehen, dass er gerade nach hinten oder etwas mehr nach innen zeigt. Nicht hier irgendwo hier rüber, dass er irgendwie einen Nachbarn schon stört. So, das Kommando, was wir jetzt hier haben, nennt sich an jeder Stelle den Spieß. Der Spieß steht außerhalb des rechten Fußes und wird in Schulterhöhe angefangen. Das nächste Kommando lautet, aufwärts trage den Spieß, wird in drei Phasen ausgeführt. Ich mache es erstmal vor. 1, 2, 3. Und herniederstelle den Spieß dann wieder genauso. 1, 2, 3. Wir führen das aus. Aufwärts trage den Spieß. 1, 2, 3. Herniederstelle den Spieß. 1, 2, 3. Aufwärts trage den Spieß. Nächstes Kommando. Fälle den Spieß. Wir lassen die rechte Hand einfach nach hinten gleiten. Fälle den Spieß. Und die linke Hand geht etwas nach vorn. Achtung. Das sind die Häuser, Fälle. Runter. Hat ja ein Spieß, ist waagerecht. Die rechte Hand ist auch, der rechte Arm ist auch waagerecht und liegt quasi auf dem hinteren Teil des Spießes auf. Fasse das Eisen und schleife den Spieß. Ist das Kommando. Da läuft man vorwärts, greift am Spieß entlang, bis man das Eisen mit der rechten Hand in der Hand hat und das hält man dann so. Fasse das Eisen und schleife den Spieß. Herniederstelle den Spieß. Fasse das Eisen und schleife den Spieß. Herniederstelle den Spieß. So, habe ich noch irgendwelche Kommandos vergessen? Dann machen wir die ganzen Kommandos jetzt aus der Bewegung heraus. Pikeniere, aufwärts trage den Spieß. Pikeniere, links schwenkt vorwärts, Marsch. Hier, lauft, ihr haltet euch zurück.
Links schwenkt vorwärts Mosch, bis ihr alle in dieser Reihe seid. Gerade aus. Falle den Spieß. Aufpassen, falle den Spieß. Hinter sich, falle den Spieß. Und weiterlaufen. Aufwärts trage den Spieß. Rechts um. Und weiterlaufen. Ja, der Unterschied zwischen rechts schwenkt und rechts schwenkt. Der Unterschied zwischen rechts und links. Links um. Gegen die Feinde fällt den Spieß. Aufwärts trage den Spieß. Abteilung, halt! Was? Das musste. Schussgenauigkeit Lund im Nahbereich. Grashalm. Keine Chance. Gelohnt. Gönn die bist du. Ja. Lars dann die Lund. Ja, warte, er tut erst noch hier. Ach, du hast ja bloß eine Seite angemacht. Naja, wenn du langsam schießt, geht's. So. Leg dann, öffne die Pfanne! Gib vor! Sehr gut! Lasst ab die Pfanne! Nehmt ab die Lunge! Man begann erstmals in der Menschheitsgeschichte Darstellungen und damit auch militärische Darstellungen realistisch zu malen. Und ein Meister dieses Falls war eben dieser Peter Sneijers, der in hauptsächlich in Brüssel, den der Hauptstadt der spanischen Niederlande, wo praktisch die spanischen Stadthalter regierten. Und aufgrund seiner Kunst und seiner Art wurde er praktisch ein Maler der spanischen Stadthalter, also hauptsächlich vom spanischen Königshaus. Die stellten praktisch die Stadthalter als auch von den österreichischen Ortsbürgern. Und Sneijers, auch nochmal, Schlacht am Weißen Berg, hat praktisch angefangen, die Technik der Bilder zu verändern. Er hat also einen Vordergrund gemalt. Im Mittelgrund sieht man faktisch das Hauptereignis und dann geht das im Hintergrund über den Auszug aus der Schlacht am Weißen Berg. Das Gemälde hängt in Pariser Louvre. Und in dieser Art der Malerei, mit dieser Technik praktisch, die Geschehen, was dort so passiert ist, darzustellen, ist einmalig. Also diese Idee hat er von Kupferstechern aufgegriffen. Das ist zum Beispiel der berühmte Kupferstecher Jacques Callot, ein großer Lothringer und ein älterer Lothringer, der leider relativ zeitig an der Pest 1636 gestorben ist. Spieß! Gegen die Feinde fälle den Spieß! Gegen die Feinde fälle den Spieß! Regeniere vorwärts! Regeniere vorwärts! Mach uns alles auf! Thank you.
Musketiere, halt! Ficken abstellen! Rechts, hopp! Aufwärts, trage den Spieß! Ohne Tritt Marsch zum Kirchenfoto einrücken. Ja. Gibt es so ein Zeichen, wo man hingucken soll? So, mal links, mal rechts. Oh, wow.